Zweimal Game Design für Profis. Das ist ja nicht schlimm. Aber da müssen wir ja noch einige haben, die noch nicht so gut sind, ne? Nur noch einen. Aber wäre natürlich schön, wenn wir dann die Game Designer auch alle auf 90 plus haben, ne? Möchte ich nicht meckern. Ja, mach mal hier dein rotes Ding weg, hier ist genug Platz. Los. Oh Mist, ja sag ich dir, du. Habt ihr denn nichts zu tun? Könnt ihr nichts machen? Wie weit sind wir denn? Ach, wir sind ja noch mitten in der Entwicklung, ne? Habe ich die vergessen? Kann aber nicht sein. Das wirft mich jetzt aber um ein paar Wochen zurück. Das geht doch nicht. Sowas darf doch nicht passieren. So, muss ich irgendwas produzieren? Hexer von Riva? Nicht wirklich, ne? Plus 2, hier haben wir Geld verdient. Wir könnten beim Pferdehof-Tycoon, müsste vielleicht noch ein bisschen was passieren. Da ist noch ein bisschen was. Der Pferdehof-Tycoon. Machen wir den auf 20. Und hier machen wir nochmal 200.000. So. Julian Löffel, wie sind die Verkaufszahlen generell? Ergebnis 92, Hype, Wochen im Verkauf 12. 2 Millionen haben wir schon verkauft. Also hiervon würde ich jetzt erstmal keine produzieren. Hiervon machen wir mal 500.000, komm. Wobei ich mich echt nur schwer lösen kann von kleinen Stückelzahlen. Lieber ganz oft nachproduzieren, als einmal groß und dann nicht wissen, was passiert, ne? So, die haben wir ausgebildet. Alles klar. Dann hätten wir jetzt wieder einen freien Ausbildungsplatz. Da können wir nochmal gucken, wen müssten wir denn überhaupt ausbilden. Fangen wir mal oben an. Game Designer dürften wir eigentlich keine mehr haben, ne? Da ist nur einer fertig. Game Design. Komm mal her. Du kommst hier in deine Gruppe und kannst da weiterarbeiten. Gucken wir mal weiter. Mitarbeiterübersicht. Programmierer. Tja, da sind natürlich jetzt etliche, die könnten mal eine Ausbildung brauchen, ne? Also Programmierer sind ja, haben wir ja richtig sauschlechte. Wow. Wow. Aber ich kann euch da jetzt nicht rausholen. Das ist doch Motion Capturing. Na ja gut, aber ich muss ja was machen. Geht ja nicht anders, ne? Dann machen wir hier Programmieren für Profis. Geht ja nicht anders. Ihr könnt doch bestimmt noch was machen, ne? Spezialmarketing hier. Macht doch mal eine schöne Vorabversion für die Presse.
Wo sind wir denn? Bei 86. Na super. Also unsere Spiele kommen ja schon an. Kann man ja nicht anders sagen. Ne? Ihr habt doch gerade nichts zu tun. Nee, nicht ein Spiel entwickeln, ist klar. Ihr macht alleine mal eben ein Spiel, weißt du? Komm, hau noch ein Update für den Julian Löffel raus. Was soll das denn? Hier, komm, hau raus. Plus 3. Wie sind denn die Verkaufszahlen so? Ja, der liegt ja wie Blei im Laden, wa? Greenbind hat was entwickelt. Gucken wir nochmal eben nach. DevKits gibt es keine neuen, ne? Engine erwerben? Ne, auf gar keinen Fall. Kopierschutz haben wir alle. Anti-Cheat-Software haben wir alle. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen bei Pferdehof-Tycoon schon wieder was produzieren, ne? Mal 500.000? Ich weiß es nicht. Sollen wir hier nochmal. Können wir hier nochmal 10.000? Hier nochmal 5.000? Ach du Scheiße, gehen die Zahlen weg. Herr Löffel. Und dann machen wir hier mal 25.000. Dann machen wir mal 50.000. Eine halbe Million Spiele. Aber man darf nicht vergessen, wir sind noch im Weihnachtsgeschäft. Das ist jetzt gleich rum. Beim Löffel ist schon wieder nichts mehr vorhanden. Unglaublich. Aha. Und digitaler Vertrieb wurde freigeschaltet. Entwickeln und deine Spiele als digitale Version online vertreiben. Sehr gut. Habt ihr zufällig was zu tun? Nein. Das mit der Hardware, das ärgert mich noch. Das hätte ich gerne. Ihr seid noch dran, ne? Ja, ihr braucht noch ein bisschen zurück, ist klar. Und ihr seid auch noch lange nicht fertig, alles klar. Ja, wir könnten hier mal ein bisschen was noch gebrauchen. Produziert jetzt mal nach, los, ihr Pfeifen. Ich sag ja, das ist mit dem selber produzieren eine ganz gefährliche Geschichte. Ganz gefährlich. 7.000, naja, das hat sich ja gelohnt, war? War ja wieder ein Mörderspiel, schätze ich mal. Ist auch schon wieder vom Markt genommen. Naja, wenigstens haben wir einen Hauch von Geld verdient. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich verkaufe die Scheiße jetzt hier. Weg damit. Macht auch keine Sonderedition mehr raus oder sowas. Einfach weg.
Wobei hier mit 300.000, da könnte man noch was machen, ne? Aber hier sowas raus, komm. Das bleibt natürlich. Und Need for Weed, da könnten wir jetzt mal was rausmachen. Das ist doch, oder ist das, ne, ist noch kein Jahr runter, ne? Mal gucken. Need for Weed. Also Budget Game. Dauert noch ein bisschen. Alles klar. Nichts zu machen. Pferdehof Tycoon, Lulan Löffel, läuft. Geld machen wir ein bisschen. Kann man jetzt nicht meckern. Spezialmarketing, überhalb, versuchen wir. Und wie weit sind wir mit der Spieleentwicklung, die ja mittlerweile Jahre dauert? Alles klar, nochmal 2 Millionen mit der Fusselbyte gemacht, sehr gut. Ihr braucht noch und ihr braucht auch noch, alles klar. So. Verkaufszahlen gehen runter. Können wir noch irgendwas für den Pferdehof-Tycoon machen? Haben wir leider nicht geschafft, schade. Pferdehof-Tycoon, machen wir noch ein viertes Update, aber dann ist gut. Bist du aber auch ständig mit Abrechnung unterbrochen, ne? Ja, wir müssen schon wieder was nachproduzieren. Hier ist ein bisschen wenig, oder? Aber die Zahlen gehen runter. Und ja, den Löffel brauchen wir, glaube ich, jetzt ein, zwei Tage nicht. Also eine zweite Runde, wenn dann deutlich mehr noch entwickelt wurde, ist, glaube ich, sehr interessant. So ein paar Kleinigkeiten wüsste ich auch schon, die ich besser oder anders mache. Vor allem ärgern mich zurzeit noch diese Techniker. Also das war natürlich viel Verschwendung. War nicht so gut. Die man ja aktuell für nichts braucht. Selbst hier geht es ja noch nicht. Ich habe ja 5 voll ausgebildet. Was? Oh, Julian Löffel. Könntet ihr mal ein Update für den Julian Löffel machen, oder? Komm, kriegt er noch eins. Einfach die Verkaufszahlen pushen, weißt du? Wobei, wir könnten für den Löffel ja auch mal kackendreist ein Update raushauen, oder? Weil wir sind ja noch dran, ne? Ihr seid noch dran. Ja, ihr könnt euch gleich schon wieder
Ihr seid in den letzten Zügen. Ihr macht schon Publishing. Alles klar. Ich kann ja schon mal hier wieder G. Moment, was war jetzt? Vertrauensverlust. Keine neuen Lizenzen. Ach, das interessiert doch keine Sau. So, dann ziehen wir die Gruppe mal hier raus und packen die hier rein. Du warst aber schon fertig, ne? Das heißt, du gehst wieder raus. So. Wie weit seid ihr hier? Ihr braucht noch ein bisschen. Spiel produzieren. Pferdehof Tycoon. Naja, da haben wir eigentlich von allem ein bisschen was. Ich würde gar nichts mehr nachproduzieren erstmal. Und beim Löffel? Machen wir. So. Und dann kriegt der Löffel nämlich mal ein Add-on. Löffel 5. Ja. Add-on. Warte mal, da muss ich hier einen reinmachen. Und was haben wir denn da? Julian Löffel 5. Löffel 5. Piranha Party. Das wird geil. Wo ist unser geiler Julian nur jetzt wieder reingeraten? Nach den lachenden Lachsen ist er auf seiner Tour um die Welt im Amazonas hängen geblieben. Er hängt seine seine fette Angel tief in das trübe Wasser und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Wie erotisch kann ein Killerfisch nur sein? Dieser süße Schmerz bringt Julian in völlig neue Welten. Ja, warum nicht, ne? Add-on, Bruno kann das machen, genau, da haben wir alles hier, da hauen wir nochmal rein. Und Sheet-Software nehmen wir die, Kopierschutz nehmen wir die, genau. Alle Sprachen, 50, 10, 10, 30, kommt mir irgendwie bekannt vor, das müsste eigentlich richtig sein. Ist ja eh ein Add-on. 36 Sachen haben wir, das heißt In-App-Käufe können mit rein. Dann sind wir bei 37, ne? Der Rest ist ja nicht sinnvoll, oder? Nö. Gut, dann entwickeln mal das Add-on. Ach, Tay. So. Alter. Wir müssen unbedingt wieder einen Exklusivvertrag mit Publishern machen. Das ist ja unglaublich. Kohle haben wir genug, finde ich, oder? Ich will einfach nicht so viel produzieren, wobei auf der anderen Seite...
Erdhof-Tycoon läuft aus. Guck mal, wie viel Lagerbestand wir da plötzlich noch haben. Geht doch nicht.